in den Chat rein. Und ich möchte ja jetzt die ganzen nächsten Wochen, wahrscheinlich auf jeden Fall die ganze Winterzeit hindurch, einfach jeden Mittwoch eine halbe Stunde lang was euch über Heilpflanzen, also Interessantes zu Heilpflanzen berichten. Und da werden wir uns einerseits die Phytotherapie anschauen, aber auch immer so einen kleinen Exkurs in die Homöopathie machen. Und gerade bei dieser Heilpflanze, also dem Wermut, Artemisia absinthium, gibt es durchaus interessante Dinge, die gerade von der Forschung bestätigt wurden, die also auch gerade die Homöopathie sehr schön ins Bild rücken. Der Wermut also, der Göttin Artemis geweiht, deshalb Artemis und dann Absinthium von Apinthos, weil das untrinkbar ist, weil es so ungeheuer bitter ist, ist ein Heilkraut, das also schon lange, lange traditionell eingesetzt wird, und es hat eine hohe Konzentration an Bitterstoffen. Und diese Bitterstoffe haben natürlich gerade so in der Phytotherapie eine besonders große Bedeutung, aber der Wermut enthält auch ätherische Öle, darunter auch das Thujon. Und dieses Thujon, wenn man davon zu viel bekommt, führt eben auch zu sehr starken Beeinträchtigungen des zentralen Nervensystems. Ja, man denke an den Absinth, die dann also solche Künstler wie Van Gogh, und dann eben auch der Toulouse-Lautrec und so weiter häufig konsumiert haben. Und dann kann man sich eben auch diese Wahnsinnsbilder anschauen, die sie dann da ganz bunt und expressionistisch gemalt haben. Das hat ganz bestimmt auch was damit zu tun gehabt, dass sie so viel von dem Absinth konsumiert haben. Und der Van Gogh soll ja dann auch irgendwie in einem Wahn sich auch ein Ohr abgeschnitten haben, weil es eben auch wirklich gerade über das Thujon diese Verwirrungszustände hervorruft. In dem Absinth, der ja dann lange Zeit verboten war, war dann sehr viel Thujon enthalten. Heute gibt es ja auch wieder Absinth, aber da ist nur ganz wenig Thujon drin. Und in einer geringen Menge ist es dann auch nicht schädlich. Des Weiteren enthält aber der Wermut auch Yam-Azulen, ne, was also auch in der Kamille drin ist. Und es gibt eben auch viele Flavonoide, also verschiedene Flavonoide wurden nachgewiesen, und wir werden uns nachher auch anschauen, dass eben gerade solche antioxidativen Eigenschaften des Wermuts sehr interessant sind, gerade so in Bezug auf Störungen, wie sie zum Beispiel bei der Epilepsie vorkommen. Schauen wir uns mal ein bisschen an, was so Bitterstoffe für uns bedeuten. Was ich hier so drin habe, ist ein Bild von dieser Bittergurke, was so als Superfood bezeichnet wird und eben auch hoch gepriesen wird, also einfach Energie gibt. Bitterstoffe machen warm ums Herz, helfen gegen Lustlosigkeit, verleihen mehr Spannkraft und sind Mutmacher. Ja, und das wird eben auch dieser Bittergurke, woraus man dann so ein Smoothie herstellen könnte, schmeckt bestimmt furchtbar, habe ich noch nicht getrunken, ist bestimmt sehr bitter. ja, zugeschrieben wird. Und ja, was sind eigentlich Bitterstoffe? Es sind sekundäre Pflanzenstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe entwickeln typischerweise Pflanzen immer erst später, also zum Beispiel in den Gemmen, in diesem Embryonalzustand einer Pflanze. Ne? Die Gemmen, also von der Gemmotherapie spreche ich hier. Das sind so die Knospen, aus denen einerseits eben Blätter und hinterher auch Blüten werden. Das ist ja so das Embryonalmaterial einer Pflanze. Da finden wir die sekundären Pflanzenstoffe noch nicht oder in nur sehr geringem Maße, aber später reichert eine Pflanze eben solche sekundären Pflanzenstoffe an. Und ja, im Pflanzenreich dienen eben die Bitterstoffe als Fraßschutz, dass also eben die nicht so viel gefressen werden. Es gibt sehr viele Pflanzen, die Bitterstoffe haben, aber dann gibt es eben so typische Bitterstoffdrogen. Dazu gehört zum Beispiel der Wermut, aber eben ganz klar auch der Enzian. Chemisch betrachtet gibt es verschiedene Stoffgruppen, die dann also bitter wirken können: Glykoside, Terpene, Alkaloide. Und das Wichtige, was man immer beachten muss bei Bitterstoffen, wenn man die also nutzen möchte, um die Verdauung anzuregen, um sich fitter zu fühlen und so weiter, ist, dass man die auch wirklich bitter konsumieren muss. Man darf das also nicht süßen. Ja, hab gerade
Meinem Sohn, also erstmal vor ein paar Wochen hatte meine Mutter ganz schlimm Husten. Und wir haben das dann also ganz schnell innerhalb von wenigen Tagen über Andorn, eine Heilpflanze Andorn, die eben Bitterstoffe hat und die eben über ihre Bitterstoffe, über die Rezeptoren direkt die Flimmerhärchenaktivität in den Bronchien anregt und deshalb der Ausscheidung dient. Das haben wir dann, habe ich ihr dann als Tee zu trinken gegeben. Sie hat das zwar überhaupt nicht gemocht, weil das sehr bitter ist, aber es hat sie sehr beeindruckt, dass innerhalb von 2 Tagen sowieso, am nächsten Tag war es schon besser und nach 2 Tagen schon viel besser. Nach 3 Tagen war das vorbei mit dem Husten. Meine Mutter ist 90 Jahre alt. Also da ist das immer, Corona war es eh nicht. Da ist es natürlich auch immer so ein bisschen bedenklich, ne? Und haben wir wunderbar hingekriegt. Und mein Sohn, der kam dann auch vor ein paar Tagen bei mir vorbei, hatte auch so einen blöden Husten. Da habe ich ihm so einen Tee gegeben, hat er furchtbar ge gejammert. Aber ja, als er am nächsten Tag dann wieder nach Hause gefahren ist, hat er keinen Husten mehr gehabt. Also ganz fantastisch, was eben Bitterstoffe gerade über ihre reflektorischen Wirkungen erreichen können. Es ist also wichtig, dass die Bitterstoffe bitter sind. Nur so können sie eben tatsächlich wirken, denn es gibt ja einerseits die kephale Phase und dann eben die gastrische Phase. Zum Beispiel bei unserer Verdauung der Bitterstoffe wirken sich eben ganz besonders auf den Verdauungstrakt aus. Beim Andorn ist das die Besonderheit, dass er eben dann auch noch auf den Atemtrakt so wirkt. Das muss man sich erklären, dass eben der Nervus vagus auch Fasern aussendet zur Lunge und somit also eben tatsächlich, wenn er angeregt wird, und das ist dann eben diese typische kephale Phase, eben auch Einfluss nimmt auf die Lungentätigkeit. Wir haben auf unserer Zunge ungeheuer viele Bitterrezeptoren. Sehr viel mehr als für alle anderen Geschmacksrichtungen. Und was dann eben passiert ist, dass eben die Sekretion von Verdauungssäften vorrangig angeregt wird. Deshalb sollte man das als Tee trinken oder eben auch als Tinktur. Die muss man aber auch wirklich im Mund herumspülen, weil das Bittere muss einfach geschmeckt werden oder eben auch Extrakte. Im Magen bewirken die dann also die Gastrinfreisetzung und das steigert dann die Sekretion ganz deutlich. Die Motilität des Magens wird gesteigert und der Tonus des Magens wird gesteigert, sodass der eben alles besser herumarbeitet. Es ist allerdings so auch, dass, dass eben tatsächlich Bitterstoffe die Resorption anderer Stoffe beeinflussen können, vor allen Dingen positiv, aber man muss das eben auch bedenken, dass wenn es also jetzt zum Beispiel um einige Medikamente geht, dass die dann auch besser resorbiert werden könnten. Na, also wer eben Medikamente einnimmt, da muss man sich immer erstmal vorher vergewissern, wie schaut das aus, wenn es also letztendlich zu einer Überdosierung kommen würde, zu einer verstärkten Resorption. Ja, es gibt also erstmal diese direkte Wirkung. Direkt über diese Geschmacksempfindung kommt es eben tatsächlich zu dieser Reaktion. Und dann wird das Ganze eben reflektorisch über den Nervus vagus. Geschmacksrezeptoren werden diese Bittergeschmacksrezeptoren eben auf die Magenschleimhaut wirken, die Speicheldrüsen, die gesamte Verdauungstätigkeit wird angeregt und eben auch die motorische Leistung wird verbessert. Ja, aber da ist eben noch sehr viel mehr, was Interessantes zu wissen ist über den Wermut oder überhaupt die ganzen Artemisia-Arten. Artemisia, also diese ganze Gruppe, der gehört zum Beispiel dann der Beifuß, das gehört da alles mit dazu in diesem Bereich der Artemisia-Arten. Und dann gibt es natürlich auch noch den einjährigen Beifuß, Artemisia annuum, wozu es ja auch dann tatsächlich Studien gab. Da hat also eine japanische Forscherin dafür den Nobelpreis bekommen, weil sie eben dieses Artemisia annuum, also den einjährigen Beifuß als Wirkstoff, also
eben, der hat sie untersucht und dann eben auch tatsächlich am Menschen Experimente durchgeführt und ist eben bei der Malaria sehr erfolgreich eingesetzt. Und gleichzeitig hat sie auch noch mit einem anderen Forscher zusammengearbeitet, der dann also auch noch mit ihr zusammen aus der Familie der Artemisia-Arten beziehungsweise eben auch anderen Pflanzenwirkstoffen sehr wertvolle Medikamente entwickelt hat, die gegen Parasiten überhaupt wirken. Der Wermut hat also auch eine antiparasitäre Wirkung, beziehungsweise auf diese Einzeller der Malaria. Und dabei ist es eben vor allen Dingen dieser einjährige Beifuß. Aber wir wollen uns hier tatsächlich mit dem Wermut an sich beschäftigen. Und ich will mir mit euch hier diese Studie, die ganz neu ist, die ist also ist letztendlich eine Übersichtsarbeit, die aus dem Oktober 2022 stammt. Und da haben sie sich eben mit der Wirkung von solchen Artemisia-Arten auf die Epilepsie beschäftigt. Problem ist ganz einfach, dass die verfügbaren Antiepileptika bei Epilepsie nur teilweise wirksam sind. Und viele Patienten brauchen dann noch zusätzliche Medikamente. Und 20%, mehr als 20% der Patienten haben nach der Behandlung weiterhin Anfälle. Es können letztendlich nur die Symptome der Epilepsie behandelt werden, ohne signifikante Fortschritte. Und es kann nicht zu einer Umkehrung der zugrunde liegenden Mechanismen kommen. Und da werden wir gleich sehen, was Sie da eben in dieser Forschung festgestellt haben, was da tatsächlich Artemisia-Arten leisten können. Etwa 15 bis 40% aller Epilepsie-Patienten leiden weiterhin an Anfällen. Und das beeinträchtigt natürlich sehr stark ihr Leben. Ihr seht hier unten diese Studie, die ist dann also hier zu finden. Das könnt ihr dann auch suchen unter Neuroprotective and Antiepileptic zu Artemisia. Könnt ihr also auch selber mal schauen. Das findet ihr also zum Beispiel auch bei PubMed, eine ganz neue Studie. Viele dieser Antiepileptika führen zu Nebenwirkungen, die auf die Gehirntätigkeit, auf die Psyche, auf das Verhalten sich auswirken. Und ganz besonders viel kognitive Störungen zeigen sich, Lern- und Gedächtnisstörungen. Und insgesamt ist es einfach so, dass bei der Epilepsie Schädigungen an den Nervenzellen entstehen und die können eben durch diese Antiepileptika nicht verhindert werden, Schäden und eben auch Absterben von Nervenzellen. Hier habe ich mal so eine Übersicht für euch und da geht es jetzt letztendlich darum, oxidativer Stress, das sind diese ROs. Und eben auch die Entzündung der Nerven und eben auch die Beeinflussung tatsächlich der ganzen Neurotransmitter, das ist diese Excitotoxizität, die führen letztendlich zu diesen kognitiven Defiziten. Und dieser oxidative Stress zum Beispiel, führt dazu, dass also in diesen Mitochondrien dann eben noch mehr von solchen oxidativen Produkten gebildet werden. Und diese Situation führt dazu, dass die Mitochondrien noch mehr gestresst werden und dass sie eben dann unter dem Stress auch am Ende tatsächlich die Apoptose der Nervenzellen herbeiführen können. Denn das wissen wir ja von den Mitochondrien, dass die letztendlich die Auslöser dafür sind, dass eine Zelle den also selbst in die selbst hervorgerufenen Zelltod dann durchführt, also sich selber umbringt in dem Sinne, Apoptose. Krampfanfälle, wie sie dann eben bei den epileptischen Anfällen vorkommen, führen auch noch dazu, dass insgesamt die Übertragung am Nerv gestört wird. Und dann wird das eben natürlich auch einen ganz deutlichen Einfluss haben auf die Übertragung über die Neurotransmitter. Und es gibt insgesamt einen Zusammenhang zwischen der Degeneration der Nerven, der Apoptose und dem Ungleichgewicht dieser Übertragung. Und
Das insgesamt kann man als Ursache dafür sehen, dass es eben so viele Probleme gibt mit diesen kognitiven Defiziten, sprich also jetzt Gedächtnisstörung, Lernstörung. So, Sie haben jetzt also die Gattung Artemisia untersucht und dabei haben Sie also haben sich auch schon hat sich auch schon in früheren Studien ergeben, dass es da offensichtlich irgendwie gute Hinweise gibt, dass dieser oxidative Stress eben durch Artemisia-Arten eben verringert werden kann. Es gibt eben diesen Zusammenhang zwischen dieser Apoptose und der Entstehung der Epilepsie, wobei man noch nicht weiß, ob die Apoptose eine Ursache oder eine Folge der Epilepsie ist. Und die Mitochondrien leiden eben ganz einfach unter dem oxidativen Stress und weil die Krampfanfälle einfach diesen oxidativen Stress auslösen. Schauen wir uns mal an, was also tatsächlich bei diesen Studien zu Artemisia-Arten, also Wermutarten, und das ist eben auch unser Artemisia absinthium, was Sie da festgestellt haben. Es gibt also schon ältere Studien auch. Ich meine, 2019 ist noch gar nicht so alt, aber 2022 hat jetzt eben auch noch ganz viele neue Studien zusammengefasst, diese, die ich euch da gerade gezeigt habe, diese Studie. Und auch frühere Studien, noch vor 2019, haben gezeigt, dass es viele Pflanzenextrakte gibt, die also antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften haben und oxidative Schäden verringern oder beseitigen können. Und besonders gut ist eben diese ganze Gattung Artemisia erforscht. Pharmakologische Studien haben gezeigt, dass es ein breites Spektrum an antioxidativen, entzündungshemmenden, malariabekämpfenden, das ist eben dieser Nobelpreis 2015 gewesen, antimikrobiellen, antiviralen, antitumoralen, fiebersenkenden, hämorrhagischen, gerinnungshemmenden, antianginösen, antihepatischen, antiulcerogenen und krampflösenden Eigenschaften gibt. Also ungeheuer vielfältig. Oxidationsprozesse werden vermindert, Entzündungen werden gehemmt, gegen Erreger ist es wirksam, sogar auch gegen Viren. Im Zusammenhang mit Tumorgeschehen ist es erforscht worden. Dann eben auch gegen Geschwüre und eben auch dieser Punkt krampflösende Eigenschaften. Und da sieht man dann eben in dieser Darstellung diese neuroprotektiven Eigenschaften von Artemisia. Ihr seht, dass diese letztendlich ja, oxidativen Produkte gesenkt werden, indem eben antioxidative Enzyme gesteigert werden. Dann werden die Mitochondrien geschützt und auch die Neuronen. Und insgesamt wirkt sich das so aus, dass gegen die Apoptose vorgegangen wird. Okay, das war also jetzt dieser erste Punkt, also in Bezug auf diesen antioxidativen Effekt, den diese Artemisia-Arten haben und der nachgewiesen wurde. Dann eben auch gegen die Entzündung, weil eben ganz einfach Zytokine gesenkt werden. Und dann werden eben auch verschiedene Neurotransmitter ganz einfach reguliert. Wie zum Beispiel die GABA-Rezeptoraktivität wird gesteigert und die Transmission von Glutamat wird gesenkt. Und dann hat es eben auch noch eine Wirkung auf die Übertragung von cholinergen-Prozessen. Insgesamt also Modulation, Neuroprotektion, antiepileptogene Wirkung und eben auch die Regulierung einer unausgewogenen Neurotransmission. Und dadurch haben wir also weniger apoptotische, also die Zellen zerstörenden Effekte und die Nervenzellen sterben einfach nicht mehr so leicht ab oder so häufig, wie es ansonsten bei der Epilepsie der Fall ist. Habe ich hier jetzt einen Blick mit euch mal auf Absinthium in Bezug auf die Homöopathie. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass
es eben tatsächlich bei dem Arzneimittelbild von Absinthium, also von dem Wermut, Wermut, über den wir heute hauptsächlich sprechen, in dem Arzneimittelbild, wie es von Boerige dargestellt wird, eben ein vollkommenes Bild einer epileptiformen Attacke gibt. Und das ist natürlich alles in Arzneimittelprüfungen erforscht worden. Da haben dann Prüfer die Arznei geprüft, gesunde Menschen. Aber natürlich gibt es hier auch Hinweise aus der Toxikologie. Das heißt also, man hat auch eben gesehen, Menschen haben sich letztendlich durch Überdosierung damit vergiftet und dann haben sie eben epileptiforme Attacken bekommen. Dabei ist in der Toxikologie, aber auch in Arzneimittelprüfungssymptomen zu sehen, dass eben nervöser Tremor, also Zittern, letztendlich vorangeht, dass es zu plötzlichem heftigem Schwindel kommt, zu Delirium mit Halluzination. Man denke auch an die Wirkung des Absinths auf diese Künstler wie eben Van Gogh und wahrscheinlich auch den Toulouse-Lautrec. Nervöse Erregung und Schlaflosigkeit, zerebrale Reizung, hysterische Krämpfe und Krämpfe im Kindesalter, das alles liegt also im Wirkungsbereich dieses Mittels. Und da gibt es eben auch etliche Fälle, in denen das bestätigt wurde. Man denke dabei eben auch ganz einfach mal an diese Symptome, wie sie dann bei den Absinthtrinkern gegen Ende des 19. Jahrhunderts eben beobachtet wurden. Ja, es gibt heute einfach nicht mehr das Thujon, so in dem Absinth, der noch zu kaufen ist. Der ist zwar auch genauso schön grün und kann so dampfend aussehen. Den hat man ja dann auch irgendwie teilweise dann so erhitzt. Und da ist aber trotzdem, das Thujon ist dann nur noch in geringen Mengen drin. Die Leute, die das aber früher getrunken haben, als der Thujon noch in der großen Menge drin war, die bekamen Schwindel, Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Depressionen, Krämpfe, Blindheit. Und das Ganze führte insgesamt auf die Dauer gesehen zu einem geistigen und körperlichen Verfall. Die bekamen sogar auch grauenhafte Visionen, große Ruhelosigkeit mit Gewalttätigkeit. Das sind also so die typischen Symptome einer Absinthiumvergiftung. Und nun, was hat das nun hier mit zu tun? Hört sich ja alles ganz schlimm an. Was hier tatsächlich, wenn wir hier zur Homöopathie überleiten, wichtig zu wissen ist, ist, dass wenn wir ein solches Arzneimittelbild uns anschauen und wir sehen, beim Arzneimittelbild stammen die Symptome, die da hineinkommen, immer entweder aus der Vergiftung oder aus der Arzneimittelprüfung, dass wir hier die Kraft, also die Essenz, diese Möglichkeit und das Innere der Pflanze sehen, was sie also in der Lage ist zu erreichen. Und der Hahnemann, der hat das ja eben auch so definiert. Man muss also erst einmal die Arznei kennen. Man muss wissen, was sie in der Lage ist zu tun. Und wenn ich darüber ausreichend Informationen habe, und dafür hat er ganz viele Prüfungen durchgeführt, dann kann ich Menschen, die solche ähnlichen Symptome haben, mit einer ganz kleinen Menge davon eben ganz einfach heilen, beziehungsweise auf jeden Fall schon mal Besserung erreichen. Das ist immer so zu verstehen. Also wenn ich jetzt in dem Sinne behandle, dass ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der hat Verstopfung und ich gebe ihm ganz einfach ein Laxans, das also letztendlich diese Verstopfung beendet, dann ist es so, dass ich ihm eine Stütze gebe. Aber das, was zur Verstopfung geführt hat, das habe ich damit gar nicht angerührt. Und wenn das Laxans dann nicht mehr gegeben wird, dann wird er wahrscheinlich wieder eine Verstopfung bekommen. Wenn ich ihm aber dagegen einen kleinen Anstoß gebe in die Richtung, in Bezug auf sein Problem, dann kann sein Körper das selber regulieren. Und so ist das eben auch zu verstehen. Die Kraft dieser Arznei, die Essenz dieser Arznei ist es, so etwas zu erreichen. Sie hat natürlich in der Phytotherapie vor allen Dingen eine Bedeutung als Bitterstoff, aber man hat gesehen, dass sie eben auch noch sehr viel mehr kann. Und so schließt sich hier also der Kreis. Im Prinzip ist es so, dass ich in der Homöopathie immer erforsche, was die Arznei, die Substanz direkt erzeugt für Effekte. Und das ist wichtig, um das letztendlich so einzusetzen, dass ich jemandem, der solche Probleme hat, durch eine ganz kleine Gabe dabei helfe, sozusagen über den Berg zu kommen. In der Phytotherapie werden vor allen Dingen diese sekundären
Probleme, also die sekundären, sagen wir mal, die sekundären Wirkungen genutzt. Das zeigt sich allein schon darin, dass ich ein Phytotherapeutikum typischerweise eine längere Zeit erstmal einnehmen muss. Es muss sich also eine gewisse Gewöhnung ergeben und es muss auch eine ausreichend hohe Wirkstoffmenge sein, sodass also der Mensch dann darauf reagiert. Es ist also nicht mehr der Effekt, den die Substanz selber macht, sondern es ist das, was der Mensch in Reaktion auf diese Substanz dann tut. Es ist also eine andere Betrachtungsweise. Dennoch ist es hier, finde ich, für uns ganz, also für mich vor allen Dingen, ist es ungeheuer interessant zu sehen, inwieweit jetzt tatsächlich etwas, was schon in der Homöopathie die ganze Zeit bekannt ist, dass es also eben tatsächlich in Zusammenhang mit epileptischen Anfällen eine gute Arznei ist, die in kleinen Dosen gegeben wird, eben dem Menschen dabei hilft, diese Erkrankung zu überwinden, dass das jetzt eben auch in der Wissenschaft nachgewiesen wird. Wir sehen hier noch so einiges anderes. Der Patient grimassiert, er hat Bewusstseinsverlust, zerebrale Reizung, Hysterie und so weiter. Also sehr viele Symptome, die sich ganz deutlich in diesem Komplex zu erkennen geben, was eben auch bei der Epilepsie tatsächlich vorkommt. So, und dann bin ich tatsächlich jetzt hier heute schon am Ende. Ich habe ja auch gesagt, es wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Wir werden uns nächste Woche dann mit eben so Nadelbäumen beziehungsweise so Kiefernadeln und ihrem Einsatz einerseits, also diesen Terpenen aus Nadelgehölzen beschäftigen, die also einerseits in der Phytotherapie natürlich im Zusammenhang mit Erkältungskrankheiten eingesetzt werden, aber auch zur Linderung von Schmerzen des Bewegungsapparates. Und die andererseits in der Homöopathie wieder eine ganz andere Rolle spielen. Aber es wird letztendlich jedes Mal eine Zusammenführung des Ganzen geben aus eben auch tatsächlich neueren Forschungen, die so einiges Interessantes mehr dazu ergeben haben. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt dann nächste Woche wieder. Es wird auch immer letztendlich kostenlos sein, auf jeden Fall diese Wintermonate hindurch, weil das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel, hier so gegen den Winterblues etwas zu tun. Und anmelden könnt ihr euch für diese Seminare am besten über unsere Seite. Dann kriegt ihr eigentlich auch immer den Link. Nur kann sein, dass er dann halt diesmal ein bisschen zu spät kam. Ich habe das nochmal anders eingestellt. Also einfach auf unserer neuen Seite e-vidian mit einem N am Ende.de dafür anmelden. Da stehen diese ganzen Veranstaltungen. Gibt es auch einiges andere mehr. Und für heute wünsche ich euch noch einen schönen Abend und freue mich auf nächste Woche, wenn ihr dann wieder dabei seid.